große. So, bei mir sitzt jetzt ein Mann, der weiß ganz genau, wie schwer das ist, was Liesel Christa geleistet hat. Peter Milovic. Und wir sind in seinem wunderschönen Theater. Das ist Ihre Bühne. Schon ein bisschen stolz drauf, ne? Sie sind der Chef. Ja, ja. Das ist natürlich auch eine Menge Verantwortung. Das vielleicht erklären wir mal, was Sie alles eigentlich machen. Was sind alles Ihre Jobs, die Sie höchstpersönlich ausführen? Ich spiele gerne am Theater. Ich schreibe die Stücke, ich führe Regie. Ich sehe, dass die Kasse stimmt. Ich bin alles schuld. Mhm. Also Sie sind ja das, was man einen klassischen Volksschauspieler nennt. Ne? Mhm. Was ist denn so ein klassischer Volksschauspieler? Volksschauspieler, das ist eigentlich, das ist eine Würde, die einem das Publikum verleiht. Das kann man, glaube ich, nicht selber sagen. Von sich, finde ich. Das Publikum macht einen zu einem Volksschauspieler. Und wissen Sie, was ich noch toller finde? Dass es Gott sei Dank noch ein paar von Ihrer Sorte gibt. Ja, und zwar hat nämlich das Publikum in seiner Hitparade diese Herrschaften jetzt auf Platz 13 gewählt. Und zwar ist das der Chef von der schwäbischen Mäulesmühle. So, und sein Partner. Jetzt sind wir also endlich auf den Brettern, die für Willy Milovic die ganze Welt bedeutet haben. Wir befinden uns sozusagen auf historischem Terrain. Mhm. 180 Mal gab es Stücke aus dem Milovic-Theater im Fernsehen. Mhm. Und 1962 gab es die Rekordquote, und zwar mit dem fantastischen Stück Tante Jutta aus Kalkutta. 88% Einschaltquote, das ist unglaublich. Da werden die Kölner ganz schön sauer sein, dass er nur auf Platz 3 gelandet ist. Mhm. Die Kölner hätten ihn natürlich am liebsten auf Platz 1 gesehen, mindestens. Aber kein Wunder, ich meine, der Willi, der gehört zu Köln wie der Dom. Ja, auch mindestens. Ja, aber in dem Theater, da schlägt es einfach das Herz von Köln. Ja. Ein Garant für Spaß und Lebensfreude. Ein Kölner mit Herz und Seele. Der unvergessene Willy Milovic. Er hatte eine unheimliche Präsenz. Wenn er auf der Bühne war, da waren alle um ihn herum eigentlich mehr oder weniger Statisten. Hans! Ja. Krieg auch noch Cognac? Kriegst du auch. Ja. Reinkam, gab es nichts anderes mehr. Dann gab es nur Willy Milovic. Also. Er konnte Pointen setzen wie kein Zweiter. Mann, Sie rauchen ja immer noch. Er duldete überhaupt kein Widerwort. Wenn er sagte, wir machen das so, dann machen wir das so. Mein allererster Auftritt im Milovic mit Willy Milovic. Und ich komme auf die Bühne, gnädiger Herr, das ist was Furchtbares passiert. Und Willy Milovic sagt privat zu mir auf der Bühne, nicht so laut. Die Zigarre weg, ich habe keine Zigarren. Hände hoch, bitteschön, keine Hand. Andere Hand, bitte, kein doppelter Boden, keine Präparation. Beide Hände. Ich muss ja quasi, beide Hände. Hände. Da bin ich nicht ein schöner Mann, Herr Sanitätsfeldwebel. Jetzt lassen Sie Ihre Titulation. Für Sie bin ich immer noch Herr August Krause. Herr Krause, wie geht's zu Hause? Ausschuss! Ich hatte doch nur hier. Mein Vater war sowieso ein sehr nachdenklicher Mensch und zu Hause alles andere als fröhlich. Deshalb ist bei meiner Wahrnehmung des Vaters eher sowieso eine Ernsthaftigkeit als so eine Fröhlichkeit. Schaut mal, wie schön, was? Also, Papi. Was denn? Dein Beruf, der ist nichts. Warum? Nie ist Mama so richtig allein. Ja, da hast du recht, aber da kann man nichts dran machen. Was möchtest du denn werden, ne? Ich möchte Flieger möchte ich werden. Ich möchte mit Peter Milovic nicht tauschen. Ich glaube, er hat es doppelt und dreifach schwer gehabt, in diese großen Fußstapfen zu treten, die sein Papa hinterlassen hat. Als mein Vater lebte, das war ziemlich schwierig, ja. Aber nach seinem Tod war das kein Problem mehr.
Alfred, komm zu mir! Bis ins hohe Alter hat Willy Milovic Filme gedreht. Stets die großen Rollen. Mach doch jetzt die Hochzeit von den Kindern kaputt. Es gibt keine Hochzeit! Aus! Sag mal, bist du verrückt geworden? Das ist meine Hochzeit! Nein, das Mafia! Stolz trage ich der Kopf, werf mich in die Brust, denn ich bin von Köln am Rhein. Der Willi und seine Stadt, eine ganz große Liebe auf Gegenseitigkeit. Grenzenlos die Trauer nach seinem Tod. Die Kölner öffneten die Pforten ihres Doms, um dem großen Sohn der Stadt die letzte Ehre zu erweisen. Wer durfte schon außer katholischen Würdenträgern im Dom aufgebahrt werden, wenn nicht Willy Milovic? Und dann dieser Zug vom Dom über die Aachener Straße an seinem Theater vorbei, auf den Melatenfriedhof und an den Straßen, am Straßenrand, Tausende von Kölnern. Ich bin eine kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine kölsche Jung und Dunjen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mi Lieblingswörtche heis Kölle alaf. Die Leute lagen ihm zu Füßen. Sie haben gewählt.